So, da grüße ich euch mal. Es ist immer noch der Fourth Day und wir sind so in den Mittagsstunden und das Wetter ist gruselig, weil mit 150 km/h pfeift der Wind, der Regen auch, saukalt, es ist Mai. Tja, wie gesagt, the Fourth Day, also der Tag für Star Wars. Ich hatte also meine Kunden wieder da, die halt eingekauft haben. Ihn verkaufe ich nicht, hat auch seinen Grund. Nun, einige Figuren, habe ich gemerkt, sind ja immer noch teuer. Ich habe also einige Figuren hier, die im Preis, die nichts mit Star Wars zu tun haben, aber mit The Crow. Der Hauptdarsteller war ja damals verstorben, der Sohn von Bruce Lee. Bruce Lee, auch frühzeitig von uns gegangen, sein Sohn frühzeitig, die gesamte Familie Bruce Lee, ist halt unter einem unglücklichen Stern damals irgendwie egal. Es ist halt geschehen. So, heute ist der Fourth Day, der Tag der Macht und so weiter. Gruseliges Wetter, das Wetter ist nicht schön. 150 km/h, man merkt es, die Türen fliegen auf, Gegenstände fliegen hier rum. Es ist halt so. Dieser Videoclip soll einfach zeigen, was heute an diesem Tag war, am 4.5.2021. Nicht nur, dass wir diese Corona-Action haben, dass wir diese Spaltung bekommen, geimpft, nicht geimpft. Dann habe ich sehr freudige Menschen gehabt. Ich muss schon schmunzeln, wie doch da gehandhabt wird, hier auf der Rüttenscheide, in Rüttenscheid, Nähe Uniklinikum statt Essen. Rennen natürlich dann kostümierte rum, Spider-Man, Mr. America und Mr. Hulk und plädieren für Corona, lassen sich den Stab in die Nase bohren und all solche Sachen. Also, wenn man so ein Bahai macht, wenn man so ein Politikum macht, wenn man so auf die Wirtschaft drängt, dann kann mit Corona etwas nicht stimmen. So, die sogenannten Querdenkenden, Freiheitsliebenden sind keine Aluhutträger, weil sie auf irgendeine Art doch Recht hatten. Sie hatten Recht mit all ihren Vermutungen und all ihren, wie gesagt, Voraussagen und all solche Sachen. Es ist viel passiert, komischerweise, und alle, die schon alleine an Corona denken, können zu alles Mögliche werden. Hallöchen. Ja. Bei dem Wetter draußen? Ja, du, bin ich freiwillig. Okay, in Ordnung. Alles klar.